Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Hallo Leute, hier ist der Schottenlord und normalerweise mache ich nur Gaming-Videos. Jetzt ist vielleicht manchen Leuten aufgefallen, dass ich so die letzten Tage überhaupt nichts mehr hochgeladen habe. Das liegt daran, dass ich in Nordrhein-Westfalen wohne und auch bei mir in meiner Stadt das Hochwasser zugeschlagen hat. Ich hatte mehrere Tage lang kein Internet und konnte auch mit niemandem telefonieren. Das ist aber alles nicht so schlimm. Hier sind Keller überflutet worden. Es wurden natürlich Wertgegenstände zerstört, materieller Schaden ohne Ende, Autos, die abgesoffen sind. Also richtig viel Schutt überall, Meter hoch. Es sind keine Häuser eingestürzt. Die Fluten forderten über 170 Menschenleben. Es sind auch etliche vermisst. Bei uns ist zum Glück niemand gestorben, das verdanken wir aber vor allen Dingen unseren Einsatzkräften, die das in der letzten Sekunde noch vermeiden konnten. Ihnen allen und allen Helferinnen und Helfern gilt natürlich all unser Dank. Ich wollte für euch so eine Art Tagebuch der verschiedenen Ereignisse zeigen, immer so bestimmte Sequenzen, irgendwelche Sachen, von denen ich erzählen möchte, um einfach mal so ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, was hier so abgelaufen ist. Gerade dann, wenn man vielleicht selber nicht diese Erfahrung gemacht hat und dann besser weiß, was alles einen erwarten könnte. Und natürlich nicht die größte Katastrophe, eben nichts, was einstürzt, sondern es geht hier um normale Überflutung. Die Aufnahmen, die ihr hier seht, die habe entweder ich selbst gedreht mit dem Handy oder mit meiner Kamera. Oder sie sind von Freunden oder von deren Eltern. Ich werde immer wieder an bestimmten Stellen einfach mal kleine Geschichten erzählen zu Dingen, die sich da ereignet haben. Und insgesamt hoffe ich, dass es irgendwie interessant ist und am Schluss auch euch was gebracht hat. Am Ende des Videos werde ich auch noch Bezug nehmen auf ein paar hilfreiche Filme, die euer Leben retten könnten, wenn ihr selber mal in diesen Ernstfall geraten solltet. Die Links findet ihr hierzu auch noch in der Videobeschreibung. Normalerweise wünsche ich euch immer viel Spaß, wenn meine Videos beginnen, aber das ist hier irgendwie fehl am Platz, denn eigentlich ist die ganze Situation nicht zum Lachen. Nicht wahr? Dann geben sie Pressestatements ab. Während der eine Steinmeier erklärt, das Schicksal der Opfer zerreiße das Herz, sieht man im Hintergrund diese Szene. Armin Laschet lacht. Die ganze Misere begann am 14. Juli. Ich hatte vorher nur viel Regen mitbekommen. Aber dann um 18 Uhr schickte mir mein bester Freund ein Video von einem kleinen Bach, der in die Wupper mündet, der aber über die Ufer getreten ist und hier alles überschwemmt hat. Das war der Anfang. Doch unglaublich rasant wuchs dieser Bach an zu einem richtig großen Fluss, der sich plötzlich parallel zur Wupper ergoss in unsere Stadt. Das war ziemlich mies, weil er dann komplett auf einer kilometerlangen Schneise alles überflutete. Und hier auch direkt das erste Problem. Die ganzen Autofahrerinnen und Autofahrer haben einfach gedacht, hey, ich habe ein Amphibienfahrzeug und kann einfach so durch Wassermassen fahren. Das hat natürlich nicht geklappt. Viele Autos sind abgesoffen und stehen auch heute noch in unserer Stadt rum, da man nicht so ganz hinterherkommt, die alle wegzuschaffen. Falls ihr mal irgendwann in eurem Leben in solch einer Situation sein solltet, versucht irgendwo hinzufahren, wo es trocken ist. Ihr schafft es nicht, da durchzukommen. Euer Auto säuft ab und dann steht es da. Am Bahnhof mussten alle Leute aus den Zügen aussteigen und dann pilgerten sie rüber zum Busbahnhof in der Hoffnung, einen Bus zu erwischen, der sie irgendwo anders hinbrachte. Leider war das gesamte System zum Erliegen gekommen. Und so warteten sie und warteten und warteten und nichts ging mehr. Das war richtig blöd in der Situation. Gemeinsam mit einem Freund habe ich mich auf den Weg gemacht, um zu schauen, was geschieht. Und da auch zu gucken,
was genau das Wasser gerade macht, welchen Weg es nimmt, ob man Schlimmeres erwarten kann. Wir wussten beide auch nicht, ob wir sicher sind dort, wo wir wohnen, oder ob man da überflutet wird. Wir wussten nur, dass das Wasser nicht so stark gefährlich ist, weil es nicht diese krassen Berge gab, diese großen Steigungen, an denen es einfach Geschwindigkeit bekam, die einem die Füße wegriss. Sowas hatten wir hier nicht. Wir kehrten dann zu seiner Wohnung zurück und auf einmal war das Wasser genau in seiner Straße. Er rannte sofort los, um sich um die Sachen zu kümmern, die jetzt wirklich wichtig waren, und ich wartete noch auf ihn bei der markierten Stelle hier. Und das könnt ihr nicht so gut sehen, aber rechts die Straße hinauf, das ist doch so ein bisschen schräg, das geht so leicht einen Berg hoch. Plötzlich kam das Wasser von hinten. Ich war wirklich überrascht, denn eigentlich war das doch wirklich noch so eine gewisse Ansteige und dann kam es einfach. Mir war das dann doch alles ein bisschen zu viel und dann bin ich nach Hause gegangen. Und hier kommt eine kurze Anekdote. Dieses Auto hier ist mit vollem Karacho in die Fluten hineingerast. Der Fahrer oder die Fahrerin dachten wohl, hey, ich kann übers Wasser fliegen. Mit dem Ergebnis, dass das Auto versank in den Fluten und eine gewaltige Flutwelle auslöste, die links und rechts die Häuser überschwemmte. Also wirklich, die Türen waren offen, die Leute standen da und bam, war das Wasser drin. Und die Leute waren unglaublich sauer. Da hat man schon fast gedacht, jetzt geht gleich da jemand mit einer Mistgabel auf den los und dann war es das. Das ist da passiert und das ist jetzt hier verewigt, diese kleine Geschichte. Mein Kumpel verbrachte die Nacht bei mir und er konnte auch gar nicht mehr nach Hause zurückkehren. Sein Vater machte von oben diese krassen Aufnahmen von seiner Straße. Da könnt ihr einfach sehen, dass alles überflutet war. Und auf dem Weg zu mir nach Hause bemerkten wir beide erst, dass es keinen Strom mehr gab, dass einfach alles wirklich richtig duster war. Das war wirklich bedrückend. Ohne Strom habt ihr einfach ein Riesenproblem. Diese seltsame Erscheinung konnte man direkt neben der Wupper finden, und zwar als eine der ganzen Hinterlassenschaften, die die Flut in der ganzen Stadt verteilt hatte. Ich werde jetzt einmal kurz unkommentiert einfach mal ein paar Bilder auf euch wirken lassen. Da reichen wirklich die optischen Eindrücke aus.
sein. Hier wollte ich euch einmal zeigen, was da für Trümmer übrig bleiben oder ausgeräumte Keller so verursachen. Einfach Tonnen, hunderte Tonnen von Abfall. Und es stinkt in der Stadt. Man hat da nur so kleine Schneisen, wo man durchkommt. An vielen Stellen findet man zerbrochenes Glas oder irgendwelche Metallstücke, die scharfkantig sind. Man muss richtig aufpassen. Ein ebenfalls sehr großes Problem ist die ganze zerstörte Infrastruktur. Ein Freund von mir hat sich zum Beispiel mal die Autobahn angesehen und die kann man einfach auch vergessen. Hinzu kommen die ganzen weggeschwemmten Bahngleise und Brücken. Eine Katastrophe und der Wiederaufbau kostet Milliarden und wird sehr lange dauern. Gefährlich sind auch die ganzen Sinklöcher, die sich überall auftun. Blöd ist es, wenn man da selber gerade drauf steht und dann bricht es ein. Aber auch dann ist es sehr schlimm, wenn man versucht, durch das Wasser zu waten und dann stolpert man in so ein Loch, welches man vorher gar nicht kannte, da ja eigentlich die Erde noch eben war. Aber in so einem Brackwasser kann man halt nicht mehr erkennen, was darunter ist. Und schaut euch bitte einmal diesen ekelhaften Schlamm an. Der besteht aus verschiedenen Sedimenten, ihr habt da Lehm, Sand, alles Mögliche und Fäkalien, aber auch Heizöl, Benzin und unendlich viele Bakterien. Jede noch so kleine offene Wunde kann sich direkt entzünden. Man muss tierisch aufpassen und außerdem darf man nichts essen, was damit in Berührung kam. Und überall sieht man, wie hoch das Wasser stand, einfach nur anhand des großen Schlammteppichs. Der wurde übrigens bei uns auf der Straße mit dem Schneepflug entfernt. Hätte man das nicht gemacht, wäre er wahrscheinlich steinhart geworden. Und hier sind noch ein paar wirklich super interessante Videos, die ich euch zeigen möchte. Die können euch unter Umständen sogar das Leben retten. Deswegen schaut sie euch bitte mal an. Beim ersten geht es um Starkregen als Todesfalle, insbesondere im Keller. Selbst ein sehr niedriger Wasserstand kann schon dazu führen, dass man die Tür nicht mehr aufbekommt und elendig stirbt. Wirklich sehr erschreckend und faszinierend zugleich. Der zweite Film zeigt, wie stark und verheerend Strömung sein kann und wie sich die Fließgeschwindigkeit des Wassers darauf auswirkt, ob man sich überhaupt auf den Beinen halten kann oder nicht, auch sehr erschreckend. Wirklich ganz tolle Videos, teilt sie einfach mit euren Freunden und eurer Familie und haltet euch einfach daran. In der Videobeschreibung sind die Links. Und immer daran denken, man kann alles ersetzen, aber das Menschenleben nicht. Und da wir jetzt hier alle gemeinsam gerade die zweitschlimmste Katastrophe der Nachkriegszeit in Deutschland erlebt haben, ist hier nochmal eine kurze Dokumentation über die große Sturmflut von Hamburg, die bis dato immer die schlimmste Katastrophe war, außerhalb des Krieges. Anfangs hatte ich ja erwähnt, dass ich mit niemandem mehr telefonieren konnte. Und passend hierzu hat die Deutsche Telekom einfach mal so ein paar Einblicke von innen gewährt. Und das fand ich echt interessant und wollte es euch auch einmal zeigen. Manche Handyanbieter haben übrigens auch einfach mal so 100 GB schnelles Datenvolumen geschenkt, fand ich auch sehr nett. Bei manchen vielleicht ein bisschen zu spät, bei mir am 22.07., aber ansonsten coole Aktion. Und hier noch eine kurze Bitte an die Leute von der Tagesschau. Als Beispiel der Wetterbericht vom Tag vor der Katastrophe. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 14. Juli.
Kühler Atlantikluft trifft auf feuchtheiße Mittelmeerluft. Die Folge: sintflutartige Regenfälle im Westen, weiter östlich heftige Gewitter. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es wäre wirklich super, wenn ihr einfach deutlicher sagen würdet, dass Hochwassergefahr besteht. Eine einfache Unwetterwarnung reicht nicht aus. Da denken die Leute, dass sie einfach nicht rausgehen zum Zelten oder Wandern und mehr nicht. Und vielleicht könnte ja die Politik auch so etwas wie Warnungen per SMS einführen als zusätzliches Mittel und dazu die Sirenen vielleicht wieder aufbauen. Aber wir haben ja schon Folgendes dazu gelernt. Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik.